Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Hallo, hallo, hallo Freunde, zum ersten Vlog des Umzugs. Wir ziehen heute noch nicht um, aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach schon mal so ein bisschen mit auf dem Weg in die neue Wohnung. Ihr könnt sehen, ich bin noch in der alten Wohnung. Es sieht aus wie Sau und es ist einiges schief gegangen, was ich euch aber im Laufe des Vlogs erzähle. Wir werden jetzt Umzugskartons holen. Es kann nämlich jeden Tag losgehen. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass ich das Go kriege. Wir brauchen Umzugskartons, ich brauche was von IKEA und das machen wir alles heute in diesem Video. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe euch ja gesagt, dass es in den nächsten Wochen hier vermehrt vor allen Dingen um mein Leben geht. Also nicht unbedingt um Make-up, auch viel. Noch steht hier alles an meinem Studio. Ihr könnt sehen, ich arbeite gerade auch noch ein bisschen. Aber wir müssen uns jetzt vor allen Dingen darauf konzentrieren, dass wir umziehen. Und im Laufe des Umzugs wird es einfach faktisch so sein, dass ich nicht so viel Zeit habe, um Make-up-Videos zu drehen, weil ich den Tisch verkaufe hier, den Esstisch. Und ich in der neuen Wohnung noch Schallschutz einbauen muss. Heißt also, es wird alles so ein bisschen schwierig. Ich gucke, dass ich das irgendwie vorproduziert kriege. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie schwierig es ist, Videos vorzuproduzieren. Und ihr wisst auch, dass ich sehr, sehr ungerne Videos ausfallen lasse. Ich glaube, es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich ein Video ausfallen lassen habe, wenn ich keine Begründung dafür habe. Dann mache ich lieber einen Vlog, einfach, dass ihr irgendwas seht von mir und ja, in diesem Vlog wird es vorrangig darum gehen, dass wir die ersten Schritte machen. Und ich erzähle euch so ein bisschen, was alles passiert. Ich werde mich jetzt anziehen und dann geht's auch los. So, Freunde, ich bin jetzt an dem Ort, wo es Umzugskartons gibt. Ich wollte euch noch so ein bisschen erzählen, was gerade eigentlich Stand der Dinge ist. Also, Stand der Dinge ist, ich ziehe um. Wann genau? Wir wissen es nicht. Denn eigentlich sollte ich zum 1.1. einziehen. Wenn ihr aber heute aufs Datum schaut, dann seht ihr, dass heute nicht der 1.1. ist, sondern wir sind schon mindestens eine Woche weiter. Problem ist folgendes, der Fußboden in der neuen Wohnung muss neu gemacht werden. Oder soll neu gemacht werden. Und dadurch, dass die Feiertage waren, Weihnachten, Neujahr und die Zeit dazwischen, da passiert wohl nichts, muss ich warten bis zum 1.2. Aber es hieß, eventuell sind die Bauarbeiter fertig und ich kann früher die Schlüssel haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, meine Wohnung, in der ich jetzt bin, die ist sehr, 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 sehr klein. Ich habe effektiv 22 Quadratmeter, auf denen ich wohne, esse, arbeite, lebe. Also mein ganzes Leben spielt sich aktuell auf 22 Quadratmetern ab. Und das ist nicht ganz so viel. Und ich habe halt ein Bett, ihr kennt meine Wohnung, ich habe ein Bett, ich habe einen Tisch, daran arbeite ich und ich habe Schminke überall. So, und ich brauche aber für die neue Wohnung, weil wir uns fast verdreifachen von der Fläche her, einfach Möbel. Ich will aber nicht so einen Stress haben, an einem Tag alles umzuziehen und zu kaufen und aufzubauen. Und ich möchte vor allen Dingen nicht, und das ist das größte Problem, glaube ich, eigentlich an der ganzen Sache, irgendwie wochenlang auf einer Baustelle wohnen. Weswegen ich heute anfange, loszulegen. Eigentlich wollte ich schon vor Weihnachten anfangen, aber ich dachte mir, es bringt einfach nichts, jetzt schon loszulegen. Jetzt ist aber das neue Jahr. Die Bauarbeiter könnten jederzeit anfangen und fertig sein. Und deswegen fange ich jetzt damit an. Wir brauchen also jetzt Umzugskartons, damit ich einfach schon mal ein bisschen was packen kann. Ich fühle mich einfach so nutzlos, weil ich weiß, ein Termin steht an und ich tue nichts dafür, was ja so elementar wichtig ist. Und so habe ich einfach schon mal die ersten 10 Kartons gepackt. Die kann ich hier in meinem kleinen Trash-Auto immer von A nach B transportieren, dass das Umzugsunternehmen, was dann kommt, einfach wirklich nur noch die großen Möbel von A nach B transportieren muss. Damit das aber alles reibungslos funktioniert, muss das alles erledigt werden. Weil ich dann jetzt aber auch einen Keller habe und ein paar Sachen aus meiner jetzigen Wohnung in den Keller machen möchte, brauche ich bei IKEA auch noch diese durchsichtigen Plastik-Schiebedinger, also diese Plastikkartons, wie auch immer, um die in den Keller zu stellen, dass die Klamotten nicht schmutzig werden oder damit nichts damit passiert. Die ganze Dekoration und so alles, was ich für Weihnachten brauche, kann da auch mit rein. So, Freunde, ich gehe jetzt die Umzugskartons holen und dann melde ich mich wieder. Ich glaube, ich bringe die dann aber vorher nochmal nach Hause, bevor ich zu IKEA fahre. Weil mein Auto ist halt literally wirklich sehr, sehr klein.
So, die Umzugskartons sind drin. Es regnet und ich glaube, es war nicht so eine ganz schlaue Idee, Umzugskartons, die aus Pappe bestehen, bei Regen zu kaufen und zu transportieren. Egal, ich hab's jetzt, ich fahre jetzt nach Hause, lade das ab, muss zum Briefkasten, weil eben kam meine Kontaktlinsen. Und das ist mein letztes Paar, was ich habe. Und Gott, Freund, ich brauche Sport. Puh. 2020, wir machen definitiv wieder Sport. Ich schwör's euch. Okay, Freunde. Katastrophe, mittelschwere Katastrophe hier. Es ist so verdammt voll und ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin jetzt hier in der Möbel-SB. Anlage und suche jetzt den einen kleinen Nachttisch. Die Kisten, weswegen ich eigentlich hierher gefahren bin, gibt es, aber es gibt keine passenden Deckel mehr. Die sind ausverkauft. Ärgerlich. Ich suche jetzt hier mal das Regal. Freunde, was war das für ein Drama? Wir haben nicht Samstag, wir haben Freitag. Und so spät ist es noch nicht. Es war so verdammt voll, es waren Sachen ausverkauft. Wie können Sachen, die niemals ausverkauft sind, also die niemals, niemals ausverkauft werden sollen, ausverkauft sein? Naja. Ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft. Ich fahre jetzt zu Danny. Werde dann mein Video hochladen, weil das Video geht in 3 Stunden online und das ist doch nicht hochgeladen. Ich hoffe, es klappt. Aber ja, also das war wirklich ein Krampf. Sorry, dass ich euch da nicht so viel mitgenommen habe, aber ich wurde alle 5 Meter von irgendjemandem mit diesem Wagen in meine Hacken gefahren. Und ich, so viel kann ich nicht verpixeln. Bis gleich. Hi Leute, ich bin wieder da. Heute ist, glaube ich, Alexa, welches Datum ist heute? Heute ist Samstag, 18. Januar 2020. Heute ist der 18. Januar und das letzte Video ist fast, also der letzte Teil des Videos ist fast 10 Tage her, glaube ich. Lag einfach daran, dass sich alles immer weiter nach hinten verschiebt. Ich bin immer noch nicht umgezogen. Ihr seht es. Ich bin immer noch in meiner alten Wohnung. Aber heute geht es weiter und ich dachte, wir führen diesen Vlog einfach vor in der Zeit, wo ich eh effektiv nichts tun kann. Und zwar fahren Danny und ich heute in den Baumarkt. Wir waren gestern schon im Baumarkt und haben die Farbe für die Küche geholt, denn ich habe die Küche so übernommen, wie sie ist, aber sie gefällt mir so nicht und ich möchte gerne eine schöne Küche haben. Ich bin aber auch so Team Günstmodus, dass ich sage, ich kaufe keine neue Küche, nur weil sie mir nicht gefällt, sondern ich lackiere einfach die Schränke. Denn die Küche an sich ist schön, nur die Farbe, also es ist halt Holz, das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich Lack gekauft und Pinsel und alles Mögliche, was es gibt. Das steht auf jeden Fall an jetzt. Dann die nächsten Tage, wenn ich den Schlüssel habe, endlich. Dann fahren wir nochmal ins Möbelhaus, denn ich will nochmal nach dem Sofa gucken. Das größte Problem, was ich habe, ist das Sofa. Ich weiß nicht, was ich für ein Sofa haben möchte. Ich weiß nicht, wie ich es stellen möchte, weil ihr werdet das demnächst sehen. Ich werde auch eine Roomtour drehen, so eine Empty Roomtour, dass ihr schon mal die Wohnung so ein bisschen sehen könnt. Und vielleicht habt ihr ja auch tolle Ideen, wie ich die Wohnung einrichten kann. Das möchte ich so ein bisschen mit euch zusammen machen. Brauche ich ein Sofa? Und ich weiß nicht, was ich da haben möchte. Dann fahren wir in den Baumarkt, denn ich möchte eine Wandfarbe kaufen, die eigentlich genauso wie diese Farbe hier ist, für Schlafzimmer. Denn ich habe über meinem Bett ja hier, ihr seht es, dieses Hirschgeweih, es kommt genauso mit. Das, dieses Blau und dann dieses Hirschgeweih. Und dann habe ich euch neulich bei Instagram gezeigt, wie ich ein kleines DIY gemacht habe, wie ich meine Lampen neu gemacht habe. Dann müssen wir einkaufen gehen fürs Wochenende. Dann haben wir noch ein paar andere Termine, die wir heute erledigen müssen. Und da nehme ich euch parallel so ein bisschen mit. Wir vloggen das Ganze aber auch schon auf Dannys Kanal. Also werdet ihr einen Teil davon wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber ich bin gespannt. Kurzes Update, wie es weitergeht mit der Wohnung. Ich weiß es nicht. Nächste Woche kann ich anrufen und erfahre, wann ich den Schlüssel kriege. Am Montag, also in 2 Tagen, kommen die Bauarbeiter erst und machen die Wohnung schön. Und bis dahin sitze ich auf gepackten Taschen. Ihr kennt es mittlerweile, wie es ja aussieht. Ich bin einfach so, so froh, wenn es vorbei ist.
Ich habe 22 Quadratmeter. Ich meine, ihr seht meine Wohnung. Ich drehe die Kamera ein bisschen anders. Das ist meine Wohnung. Da hinten ist die Küche und dahinter ist das Bad. Ich habe zum Wohnen effektiv 22 Quadratmeter plus den Garten hier. Und Freunde, ich weiß nicht, woher das ganze Zeug kommt. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen will. Ich bin völlig überfordert. Aber jetzt geht's erstmal los. So, wir sind jetzt bei Obi angekommen. Freust du dich? Nö. Warum nicht? Ich mag keine Bauhäuser. Ich bin nicht in der Kamera. Ich mag keine Bauhäuser. Aber Bauhäuser sind so schön. Weil die sagen immer, ist nicht meine Abteilung und ich habe jetzt keine Zeit. Das und dann schießt du sie hinten das Quatsch. Aber das Schöne ist, wir wissen ja schon, was wir haben wollen. Oh, da kommt, nee, kommt kein Auto. Wir wissen ja schon, was wir haben wollen. Du bist zu groß. Mein Arm tut weh. Und jetzt gehen wir erstmal rein. Das ist hier ein bisschen voll. Wir sind jetzt hier auch schon im Baumarkt angekommen. Es ist brechend voll. Und wir haben hier diese Nanolief-Dinger gesehen. Die sind total cool. Danny möchte das gucken. Er guckt gerade mal, ob das hier wirklich günstig ist. Immer Preise vergleichen, Freunde. Und man kann hier so touchen. Und dann soll das eigentlich die Farbe ändern. Ist nicht. Muss bei Amazon gucken. Mach ich schon. So, wir sind jetzt hier schon bei den Farben. Ich hatte mich neulich schon entschieden. Ich weiß nicht, ob ich sie euch bei Instagram schon gezeigt habe. Aber ich wollte von diesen schöner Wohnfarben eine Farbe haben. Aber von diesen hier, diesen Architekt des Feines. Und zwar habe ich mich hier für die Farbe Belem entschieden. Ich habe es euch, glaube ich, vorhin schon erzählt. Das sieht, glaube ich, total schön aus mit dem weißen Geweih. Und hoffentlich, yes, sie gibt es. Wir sind jetzt hier noch ein Stückchen weitergegangen. Ich hatte das, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Das ist auch eine recht spontane Sache. Ich wollte ins Badezimmer, wollte ich einen anderen Fußboden haben, weil das sind Fliesen und ich bin nicht so der größte Fliesenfreund, also Fliesen auf dem Boden Freund. Und ich habe eigentlich ein ganz schönes gesehen, das hier unten. Aber ich glaube, das muss ich dann schauen, wenn es soweit ist. So, erster Teil ist geschafft. Wir haben Farbe. Wir haben Farbe. Wir waren gestern ja schon im Baumarkt und hatten schon mal so ein bisschen geguckt und dann gab es halt diese Farbe nicht mehr. Und dann dachte ich mir, naja, dann nimmst du eine andere. Aber Freunde, wir machen keine Kompromisse mehr. Ich habe mich für die Farbe entschieden. So teuer war die auch nicht. 100 Euro. 37 für halt einen ganzen Eimer. Und die ist halt so, so seidig matt. Ich bin gespannt, wie es fertig aussieht. Jede Wand ist ja auch so ein bisschen anders. Ja, wie stimmt. Es gibt kaum Wände, die gleich sind. Ne? Nein, nee, aber die sind alle unterschiedlich. Es gibt solche Wände und es gibt solche Wände. Ja, wie die Farbe aufnehmen. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Aber ich das ist die schöne Wohnfarbe. Ich verlinke euch generell auch in den nächsten Videos alle Produkte irgendwie in der Infobox, wenn ich sie finde online. Aber die ist schön. 2 Liter für bis zu 25 Quadratmeter sollte reichen. Das ist nur eine Wand. Falls ihr euch wundert, warum sich dieses Auto auf einmal verändert hat, das ist mein Auto. Dennis Auto. Ich habe einen Fernseher in meinem Auto. Er hat einen kleinen Fernseher. Ich habe nicht mal eine Klimaanlage. Hast du nicht? Ja, die ist kaputt, ne? Ja, aber sie ging noch nie. Los geht's zum nächsten Termin. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt für uns weiter zu Höffner. Ich wollte Danny einmal das Sofa zeigen, was ich neulich schon hier entdeckt hatte. Und ich wollte, dass er auch mal Probe sitzen kann, weil wir sitzen ja meistens zu zweit auf diesem Sofa und es macht keinen Sinn, wenn nur ich da gemütlich drauf sitzen kann. Deswegen muss Danny jetzt einmal Probe sitzen. Wir sind jetzt hier beim Höffner und ich habe auch gerade das Sofa gefunden, was ich eigentlich total schön fand. Das Problem ist, Lieferzeit 13 Wochen und ich möchte nicht 13 Wochen auf ein Sofa warten. Hat sich damit also erledigt. Ich war eher so ein bisschen unsicher, was die Passform und die Rückverkleidung anging. Jetzt schaue ich weiter. Guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Kommen wir rein. Der liebe Danny ist gerade hinter der Kamera. Ihr seid jetzt das erste Mal in meiner neuen Wohnung. Es ist noch ein bisschen leer, aber das ist, glaube ich, das Ziel einer MG-Roomtour. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Schön, dass ihr da seid. Falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Und falls es euch gefällt, lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe euch nämlich neulich auf Instagram gefragt, ob ihr eine Roomtour sehen wollt. Ihr habt mit über 99%
über 99% nicht, aber es war die Mehrheit für Ja gestimmt. Und falls ihr wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann gibt es auch eine Follow-Room-Tour. Und ich würde vorschlagen, wir fangen gleich hier an. Das ist einmal der Flur, der ist recht lang tatsächlich und ich glaube, wir fangen im Schlafzimmer an. Wir arbeiten uns einfach so ein bisschen durch die Gegend. Falls ihr mir schon ein bisschen folgt, ihr wisst, wie meine Wohnung vorher aussah. Ich hatte genau einen Raum mit 22 Quadratmetern, keine Türen, meine Küche war im Flur, es war ein kleines, süßes Studentenapartment, aber jetzt freue ich mich, in diesem neuen Reich sein zu können. Ich musste aus meiner Wohnung raus wegen Eigenbedarf, deswegen bin ich jetzt hier und das musste alles ganz schnell gehen, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Wohnung. Kommt mal mit. Hier ist einmal das Schlafzimmer. Ist nicht groß, nicht spektakulär, aber ich glaube, es sollte tatsächlich reichen. Hier wird das Bett hinkommen. Ich male auch heute gleich noch die Wand an. Ich habe euch da auch bei Instagram bzw. in einem Vlog, den ihr schon gesehen haben solltet, den verlinke ich euch einmal hier in dieser Ecke, die Farbe gezeigt. Die hatten wir zusammen so ein bisschen ausgesucht. Hier kommt das Bett hin, also es wird einfach nur ein Schlafzimmer. In meiner jetzigen Wohnung oder in der alten Wohnung war es ja so, dass ich... Mein Bett war das größte Möbelstück in der ganzen Wohnung. Es hat mich einfach genervt, dass wenn ich aufstehe, ich auf die Arbeit gucke, beziehungsweise ich keinen Raum habe, um zu arbeiten. Ihr wisst es nicht, ich mache YouTube jetzt Vollzeit und arbeite eigentlich den ganzen Tag von zu Hause. Und ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber einem fällt die Decke auf den Kopf. Hier ist tatsächlich einfach, bin ich so spannend, aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal in einen ganz kleinen speziellen Raum, den ich nicht wirklich verstanden habe, aber den Sinn sehe. Und das ist hier einmal mein kleines, ja, Hauswirtschaftszimmer, da kann eine Waschmaschine hin und hier kommt dann der Kleiderschrank hin. Ich werde meine Klamotten so ein bisschen aussplitten, die Sachen, die ich nicht jeden Tag brauche, kommen hier rein und ein kleiner Kleiderschrank kommt noch mein Schlafzimmer, weil ich nicht so ein riesiges, wuchtiges Ding haben möchte. Und deswegen teile ich das so ein bisschen auf. Im Flur habe ich auch schon so einen guten Plan im Kopf. Hier kommen die Schuhe hin mit dem Spiegel, einen schönen Teppich, oben die Lampe, das ist eigentlich alles schon da. Es muss nur noch angebracht werden und damit fangen wir jetzt an. Aber ich wollte euch vorher einfach mal die Wohnung zeigen. Auch das Bad ist recht klein, es ist aber nicht viel kleiner als mein Bad vorher. Ich habe aber Gott sei Dank eine Badewanne, das war mir ganz, ganz besonders wichtig, weil ich weiß, Danny geht gerne baden und ich wasche mir gerne die Haare über der Badewanne. Nicht so einfach bekannt sein. Folgt mir, Freunde, weiter durch den langen Flur. Ich habe hier eine Glastür, die eigentlich völlig unnötig ist, aber das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Luftigkeit. So Interior Design mäßig soll man was Erdiges, Holz, Luftiges oder Wasser, Glas und Stein benutzen. Und das probiere ich auch hier in dieser Wohnung so ein bisschen zu implementieren. Ich habe mich in den letzten Monaten, seitdem ich weiß, dass ich bei mir raus muss und hier rein kann, mit Interior Design beschäftigt und probiere das Ganze jetzt hier zu implementieren. Und jetzt folgt mir in den schönsten Raum und das ist auch eigentlich das Totschlagargument für diese Wohnung gewesen. Ich habe ein riesengroßes Wohnzimmer und das Schönste an der ganzen Sache ist diese Treppe hier, die dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen Raum gibt. Die Decken sind fast 4,5 Meter hoch. Das ist für mich sehr, sehr viel. Ich habe jetzt genau 2,50 Meter gehabt. Danny ist fast 2 Meter groß. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie viel Luft von Danny bis zur Deckenhöhe war. Und wenn man halt den ganzen Tag irgendwie zu Hause ist, dann, ja, es fällt einem tatsächlich die Decke so ein bisschen auf den Kopf. Folgt mir die Treppe hoch. Eigentlich wollte ich, dass das hier das Schlafzimmer wird. Allerdings, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hier sind so ein bisschen Nischen drin. Und das ist nicht breit genug für ein Bett. Deswegen wird das hier mein Studiobereich. Das sieht jetzt auf dem Video recht schmal aus. Tatsächlich ist es das aber gar nicht. Es wird hier mein Studio. So habe ich einfach dieses Gefühl von, ich gehe die Treppe hoch zur Arbeit. Ich kann hier mein Studio hinbauen, ich kann hier einen Schreibtisch hinbauen, um meinen Papierkram zu erledigen. Hier kommt die Schminksammlung hin. Aber das werdet ihr sehen, wenn alles fertig ist. Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt für diese Wohnung gewesen, dass ich einfach endlich einen Arbeitsbereich habe. Der ist nicht groß, aber er reicht mir ganz im Ernst. Ich sitze da mit einem Stuhl, mit einem Tischchen und 25.000 Lampen und schminke mich. Und dafür sollte der Bereich auf jeden Fall ausreichen. Schlafzimmer wäre natürlich auch schön gewesen, was aber ein bisschen schwierig gewesen wäre, was mich ja auch jetzt stört. Ich stehe sehr, 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 sehr früh auf und wenn Danny bei mir ist und wir schlafen und jede Nacht zusammen, dann kann ich mir keinen Kaffee kochen oder möchte mir keinen Kaffee kochen, weil ich nicht will, dass er aufwacht, weil ich keine Tür zur Küche habe.
Jetzt ist das Schlafzimmer hinten, ich habe Platz bis zur Küche, ich habe zwei Türen bis zur Küche und kann hier einfach dann am Morgen sein. Ansonsten habe ich hier draußen auch noch eine kleine Terrasse. Die ist ein bisschen kleiner als meine Terrasse jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Quadratmeter Terrasse, was sehr schön ist. Allerdings, mal ganz im Ernst, so oft benutzt man das nicht. Für diese Ecke habe ich tatsächlich schon Regale besorgt. Die stehen auch schon da. Allerdings wollte ich erst die Roomtour machen, bevor ich euch zeige, also bevor ich hier irgendwie anfange aufzubauen. Und was ich auch ganz toll finde, ist meine offene Küche. Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte keine offene Küche mehr. Damit meinte ich aber eher, ich möchte keine Küche, die keine Tür hat oder die irgendwie mitten im Raum steht. Hier habe ich wie so eine kleine Kochnische. Die ist, ja, es ist nicht die neueste und es ist nicht die modernste. Ich wollte sie mir auch eigentlich neu machen lassen. Ich habe die Küche mit der Wohnung übernommen. Das heißt, ich kann mit der Küche machen, was ich will. Ich werde hier vermutlich aber nicht die nächsten 20 Jahre drin wohnen. Deswegen bleibt das so. Ich werde sie auch nicht streichen, weil ich glaube, ich mich dann ärgern werde, wenn da irgendwie eine Farbmasse ist oder so. Deswegen lasse ich das, glaube ich, erstmal so. Und wenn das Ganze so ein bisschen eingerichtet ist, dann wird es, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich denke, das war's auch. Ich habe unten noch einen Keller, der ist deshalb ein Keller. Aber Freunde, das ist meine leere Wohnung. Und ich freue mich einfach riesig, dass ich jetzt hier drin bin und ganz, ganz viel Energie in diese Wohnung stecken kann. Die letzten Monate war es ja so ein bisschen turbulent bei mir. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ganz, ganz viel lange. Du bist so müde, du siehst so fertig aus. It's true, das stimmt. Ich bin müde und ich bin ein bisschen fertig. Aber 2020 wird ein sehr wildes Jahr für alle von uns. Und ich freue mich, dass ich zum Anfang des Jahres gleich den nächsten Schritt machen kann. Einfach für mich auch so ein bisschen mich dafür belohnen kann, dass ich halt die letzten zwei Jahre so hart gearbeitet habe, dass ich jetzt nicht auf 22 Quadratmeter wohnen muss. Was aber nicht heißt, dass das hier jetzt viel teurer ist. Ich habe in meiner alten Wohnung auf 22 Quadratmeter 650 Euro gezahlt. Und ich zahle jetzt hier 100 Euro mehr und habe fast das Dreifache an Raum. Was natürlich das Totschlagargument für diese Wohnung war, dass es nicht viel teurer ist als die jetzige, ich aber einfach viel mehr Platz habe, um zu arbeiten und zu leben. Ich glaube, das war es tatsächlich auch schon für dieses Video. Ich bin gespannt, was ihr zur Wohnung sagt. Ich bin auf jeden Fall super froh und freue mich jetzt, dass wir endlich hier diese Wohnung in Angriff nehmen können und ganz viel schaffen können und aufbauen können. Und ihr werdet, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich weiß es noch nicht, wann dieses Video online kommt. Ich habe vor 2 Monaten angefangen, einen Vlog zu drehen. Der Übergang zu dieser Wohnung, das werdet ihr noch sehen. Vielleicht packe ich das auch hier mit ran. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht irgendwelche Einrichtungsvorschläge habt. Ich nehme euch da auch so ein bisschen bei Instagram mit. Lasst das alles in den Kommentaren einmal aus euch raus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr hier neu seid, meinen Kanal abonniert. Und Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Danny, dass du hinter der Kamera warst. Gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf!